Hallo und herzlich willkommen zu Part 5 von Super Mario Odyssey. Ja, ich weiß, es kamen schon sehr lange keine Videos mehr. Das lag aber unter anderem daran, da E3 war und ich etwas gestreamt habe, ein bisschen. Es kam jetzt die letzten 3 Tage kein Video. Naja, war halt eben E3 und ich hatte allgemein ein paar Sachen noch vor. Weil es in der Sommerferien, auch wenn das Wetter jetzt überhaupt momentan überhaupt nicht heraussieht, dass es regnet einfach nur die ganze Zeit. Aber um das soll es letztlich gehen. Wir sind jetzt. Verdammt. Fängt ja schon mal gut an. Wir sind auf der Suche nach noch mehr Monden. Und hier hinten waren wir noch nicht. Deswegen gehe ich da mal ein bisschen gucken. Wir bräuchten nur noch zwei zum Weiterkommen mit der Odyssey. Denn das Ganze wird auch sowieso kein 100% Let's Play und erwischen wir den? Ich habe keine Ahnung, wo man genau überhaupt da ich hin muss, zum den, um den zu erwischen. Ich hatte doch Onkel Amiibo das letzte Mal gescannt. Oh, und hier hat es noch eine Rakete und hier hat es auch ein paar Nachos. Ich hatte letztes Mal Inkling Boy gescannt. Mal gucken, was da jetzt dabei so rausgekommen ist. Falls die 5 Minuten schon vorbei sind, ich weiß ja nicht, ob der immer mitrechnet. Okay, dann gucken wir da mal. Ich hoffe, der Mond ist sich mit einer Quest verbunden. Da müsste er eigentlich hier sein. Oder nee, ich kann's hier. Ich kann's hier am Rand. Komisch. Naja. Dann gehen wir mal hier zu der Rakete. Oh. Bei diesem Level brauchte ich echt viel Versuche. Ich muss noch kurz. Keine Ahnung, wie lange der Weg jetzt hier bleibt. Oh Gott! Was? Oh stimmt, wir haben ja Käppi nicht. Oh, Vollpfosten. Ich dachte eben. Ah, verdammt. Das war irgendwie so ein bisschen wie bei Mario Sunshine. Nee. Nee. Das ist mir jetzt nicht echt gerade passiert. Ich stelle mich einfach wieder mal so blöd an. Oh Mann. Aber das ist ein bisschen wie Mario Sunshine, wenn man den Dreck wegbekommt. Nur. Gut, es ist. Okay, doch, es ist wie Mario Sunshine. Es sind fast die gleichen Probleme. Weil irgendwie das Gefühl, die Steuerung ist einfach nicht darauf ausgelegt, ohne Cappy zu spielen. Wow. So weit zurück. Scheiße, ich mich. Gut, hier kann ich mich aber kurz. Mich zurück. Fuck, ich möchte eigentlich irgendwas in diesem Block drin ist. Das hätte knapp sein können. Ich bin halt echt zu blöd, aber. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja jetzt auch echt knapp die ganze Zeit. Na, immerhin, wir haben die Münzen. Ich meine, Mario Sunshine diese Level schon so verdammt schwer, dass ich deswegen das Spiel einfach aufgehört habe zu spielen. Ja, es ist ein richtig dämlicher Grund, ich weiß, aber ganz ehrlich, diese Level, die haben einfach nur genervt. Ich glaube, die waren einfach nur da,
um das Spiel etwas zu strecken. Gut, damit hat man das Spiel nicht mehr etwas gestreckt. Ich habe gefühlt, ein Viertel hat einfach nur aus dem bestanden. Herz, viele Leute mögen diese Abschnitte im Mario Sunshine. Nein, ich kann sich. Ah gut, jetzt sind mir die Münzen eigentlich auch egal. Eine ungewöhnliche Gegend. Gibt es im Mario Sunshine eigentlich noch andere solche Welten? Ich glaube, die andere gibt es keine. Ja, Gott sei Dank, sonst. Ich war gerade im Office installieren und die Installation ist jetzt fertig und da hat es mir die Nachricht gerade jetzt reingeknallt. Aber wo ist dieser Mond? Wo zum Teufel ist der? Ach so, der ist wahrscheinlich in der Laterne. Glaube ich. Oh, die würde dann noch sicher glänzen. Ist der hier auf der Karte markiert? Natürlich nicht. Naja. Ich gehe jetzt mal kurz zur Oase, denn dort müsste es auch einen Mond geben. Ja, ich sehe schon die Musiknote. Kann ich den jetzt? Oh, jetzt noch. Nach jetzt noch ein paar Nachos. Nein. Komm schon. Ich bin gerade ein bisschen zu. Oh Gott. Ich spiele mit dem Pro Controller und da ist es schwierig, Cappy so zu schleudern. Weil ich habe den Controller unter meinem Tisch. Und das macht es echt nicht einfach. Ich habe auch keinen Bock, den kaputt zu machen. Warum sagt er das eigentlich erst jetzt? Ja, ich will mal ganz kurz hier bleiben, glaube ich. Dieser Mond da hinten. Wie kommt man zu dem? Naja, wir gehen jetzt doch erstmal. Vielleicht kommen wir nochmal zurück irgendwann, wenn wir mehr Monde brauchen, je nachdem. Die Odyssey ist jetzt leistungsfähiger. So, ich würde zwar liebend gerne ins Forstland gehen. Oh, fuck, ich kann nicht zurück. Oh, Mist. Screenshot. So, dann gehen wir jetzt mal ins Forstland. Ah, nee, wir können doch noch zurück. Gut. Denn ich habe mich doch noch entschieden, den Koopa Freerun zu machen. Denn wir gehen jetzt erst im nächsten Part ins Forstland. So, wo war dieser Koopa? Da unten. Ups. Kommt man dafür eigentlich auch nochmal Mond? Entweder. Oh nein, 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 nein. Das ist das Kreislaufen, das. Okay. Ach so, die. Wenn man was.
die Linie bleibt. Nein, ich bin trotzdem zu doof. Oh, okay, sie bleibt doch nicht. Ja, ist doch gar nicht mehr so schlecht, glaube ich. Oh! Okay, wenn ich am Anfang nicht so blöd, mich nicht so blöd angestellt hätte, dann wäre es mehr gewesen. Glaube ich. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre etwas schwieriger. Oh. Können wir den hier gut erwischen? Ich glaube, wir müssen hier diese Vogelscheuche aktivieren. Ja, okay, jetzt schnell ganz runter. Schnell runter. Nein, dann dreht er jetzt vielleicht doch weiter in seiner Runde. Scheiße. Nein! Oh. Nein, ich habe eine Stampfattacke gemacht. Ich spawne hier auch nie. Oh Mann, ich stelle mich auch schon wieder so blöd an. Ja, da muss man sich am Mie. Ich habe jetzt einfach vergessen zu springen. Also ich meine, kann man mal machen. Aber dann muss man sich ja richtig schnell... Moment mal. Ich wollte... Nein. Oh. Ja, aber dafür bekommen wir den. Naja. Okay, ich meld sich... Wow. Scheiße, das ist knapp. Okay, das ist sehr knapp. Nein! Warum habe ich nicht zweimal Cappy geworfen? Nein! Da. Und ich bin auch echt so blöd. Oh, da hinten hat es aber noch ein paar Münzen. Da hat es nochmal einen Adler. Wie viele von denen gibt es denn? Lol. Mein Mann, ist dein Nintendo-Dog? Lol, den habe ich auch gar nicht gesehen. Okay, 50 Münzen. Das müsste ja schon ein bisschen was geben. Glaube ich. So. Okay, Souvenirs möchte ich eigentlich eher weniger kaufen. Ah, schon lieber das Cowboy-Outfit. Habe ich es nochmal. Nee, das möchte ich jetzt nicht anziehen. Okay, dann haben wir noch 5 übrig. Nee, einen Hut nur zu kaufen. Ja, ich kaufe mir lieber einen Hut. Den ziehe ich aber an. Ne, ups. Was kann man sich so für Münzen jetzt kaufen? Auch an Denken. Warum kosten die Shorts eigentlich so viel? Crazy Cap? Ja, das muss man kaufen. Oh, verdammt.
Die Munde sind aber auch ziemlich billig, oder wer. Kann man sich nur einkaufen? Na, mache ich jetzt nicht. Ich glaube, die letzten Monde, die muss man sich sogar kaufen, kann das sein? Dass die letzten gekauft werden müssen? Ich weiß nicht mehr. Und ab jetzt kommen wahrscheinlich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wieder täglich Videos. Kann auch sein, dass vielleicht irgendetwas dazwischen kommt, denn ich bin in gut 4 Wochen in den Ferien und dann muss ich ziemlich vorproduzieren. Ich müsste knapp 2 Wochen an Videomaterial vorproduzieren. Das Schlimmere ist eher, ich muss das Ganze auch noch rendern. Und das geht in sicher, keine Ahnung, 16, 17 Stunden. Denn also ein paar Münzen. Das Hochladen gehen auch nochmal ein bisschen. Was braucht man? Oh, ich sag mal nicht, man braucht das Sombrero-Outfit für das. Nein, man braucht das komplette Outfit. Ah, fuck. Ich mir bloß das gekauft. Moment mal. Achso, ich dachte gerade. Vielleicht kriegen wir irgendwo nochmal 2 Münzen. Oh. Die Röhre, die hätte ich jetzt gerade übersehen. Ah, die Mario Bros. 3 Puzzle-Musik. Oder Memory. Oder was, Toads Haus? Weiß ich mehr. Wie nochmal? Nur hier ist Maus im Preis versteckt. Böre die Version, lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Also muss ich jetzt hier einfach irgendwo warten. Ich weiß nicht so gerade, was das Spiel von mir will. Ist nix. Ich laufe das Ganze mal systematisch ab. Sehr systematisch. Hä? Okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber ich brauche. Oh, Discord wieder. Ich brauche aber unbedingt noch so ein paar Nacho-Münzen. Oh, der Adler. Schnell hoch. Oh, nein, nicht an die Wand. Na. Gibt's hier. Oh, hier oben hat's auch mal einen Mond, glaube ich. Lol. Jetzt habe ich gar nicht gemerkt, dass da hinten die plötzlich aufpoppen. Nun ja, ich würde mal sagen, im nächsten Part geht's dann auf zum Forstland. Bis dahin. Und.